Eine Fernbedienung ist ja auch noch da. Was kann das bedeuten? Willkommen zu dem 9. Part von Super Mario Galaxy 2. Also beim letzten Part kann ich mich noch erinnern, dass... Ja, moin. Schon besser. Also, beim letzten Mal konnte ich mich noch erinnern, dass wir Welt 3 erreicht haben. Es ist auch langsam Zeit, dass wir weitermachen. Es ist Zeit für die Wuchtwipfel-Galaxie. Also ich habe jetzt auch letztens Galaxy 1 gespielt, wer dabei war. Das war nämlich bei einem Stream. Kann man auch notfalls nochmal ansehen. Die Sache ist, es war insgesamt 7 Stunden lang. Und Galaxy habe ich nicht 100% gespielt, sondern halt nur die Story. Und dasselbe werde ich auch hier übrigens machen, falls einige es nicht wissen und ich es nicht erwähnt habe. Denn die grünen Sterne werde ich nicht einsammeln, den Rest aber schon. Das heißt, Kometensterne und dies, das. Das heißt, keine grünen Sterne. Wenn es die grünen Sterne gibt, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ich das weitermache. Ne? Schon mal zur Info. Ich habe jetzt schon vergessen, wie es losgeht. War hier nicht irgendwie... Ah, dachte ich mir schon. So. Alter, ich habe die Musik so vermisst, echt jetzt. Und da ist es mal endlich mal Zeit, dass ich Galaxy 2 mal wieder spiele. Wird auf jeden Fall wieder ein bisschen spaßig, sage ich mal so. Alter, geh rauf. Okay, jetzt so nochmal hier nach oben. Hier müssen wir ja hin. Spaß. Okay. Schon mal weird. Sorry auch, dass ich jetzt mein Licht anmachen musste, weil die Beleuchtung gerade hier in München ist echt furchtbar. Allgemein ist es da draußen sehr dunkel. Deswegen nicht wundern. Wieso gehe ich eigentlich hier rein? Keine Ahnung, ist ja sowieso egal. So, schon mal ein paar One-Ups. Und nicht wundern, warum ich jetzt auf einmal hier 78 habe, weil es liegt daran, dass ich, wie soll ich es sagen, ich habe mehrmals versucht, bei meiner Hauptdatei das letzte Level zu schaffen. Und da habe ich auch sehr viel Leben eingesammelt. Und ich habe es immer noch nicht hinbekommen. Da habe ich jetzt einfach diesen Brief eingesammelt und dachte mir, okay, ich nutze das auch einfach mal für das Let's Play. Also wird nicht immer vorkommen, natürlich. Aber zu einiger Zeit wird es auf jeden Fall kommen. Eigentlich will ich jetzt nicht die Münzen einsammeln. So, das will ich haben. So, dann geht's weiter. Wir haben wenigstens schon mal die Kometenmünze. Ist ein gutes Zeichen. Jetzt brauchen wir aber die Splitter. Die konnte man hier jetzt ein bisschen an der Seite sehen. Der schwarze Rand ist leider immer noch da. Das finde ich ein bisschen behindert. Am Anfang war es ja schon immer da. War auch auf der Switch natürlich. Aber da war ich auch zu dumm, um es einzustellen. Ist halt echt so. Dann habe ich herausgefunden, ach Moment, ist ja nicht voller Bildschirm. Warum es hier so ist, weiß ich selbst nicht. Ich werde mich auch selbst darum kümmern. Aber Schule ist gerade natürlich angesagt. Ich habe jetzt mal die Chance genommen und werde einfach mal ein paar Parts aufnehmen. Und auch natürlich mit meinem Towner-Mikrofon. Worauf ich möchte mal auf ein Thema eingehen, nämlich nichts gegen die Person, mit der ich, also auf der ich jetzt einsprechen, was glaube ich da, auf die ich jetzt eingehen werde. Nämlich ist es der Orepo. Es geht nicht um den Kanal, sondern um einen Kommentar. Weil, da möchte ich auch schon mal meine Meinung dazu geben, falls einige meinen Kommentar als auch Orepos Kommentar nicht gelesen haben sollten. Nämlich, der Kommentar war, dass er mein altes Mikrofon, also das, das ich jetzt von dem ersten Part hier von Galaxy 2 benutzt habe und auch in einigen Streams viel besser findet. Meiner Meinung nach ist das, das ich jetzt hier vor mir habe, also mein Towner 2020, tausendmal besser, weil mein... Ich bin zu dumm, um das hinzukriegen. Na schön, dann falle ich eben. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, Mann. So, zufrieden? Mensch. Also, es hat... glaube ich, nur
50 Euro gekostet. Ist natürlich billig, klar, aber da gab es einige Nachteile. Zu einem kann man es jetzt nicht genau sehen. Man kann mich aber hören, trotz dass ich ein bisschen entfernt bin. Ich schau mal. So ungefähr, ne? So bin ich entfernt. Also von meinen Fingerspitzen, das wäre... So, schaut mal bei meinen Mittelfingern her. Also, theoretisch ist gerade so groß wie mein Kopf. Aber, ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Und, beim anderen musste ich ihn einfach vor die Fresse halten. Und ich wusste nicht, ob es gut war, also übersteuert oder nicht. Und, bei dem hier weiß ich es zumindest. Ne? Und, deswegen... Also, das ist eins der Nachteile von dem alten... Und beim, dazu noch, ging es ja kaputt, wie ich jetzt erzählt habe. Also, der hatte auf einmal keinen, also, er hatte irgendwie einen Kontakt. Und da frage ich mich halt echt, warum? Deswegen, also, habe ich mir auch nicht gedacht, ich hole kein neues. Außer die sagen das, dann habe ich keine andere Wahl, als ein neues zu holen. Yay, Level geschafft. Und, da habe ich mir dann gedacht, wenn ich noch Geld dazu bekomme und auch das Geld zurückbekomme, also von dem alten, hole ich mir neues und besseres. Hab dann die ganze Zeit durchgesucht, habe einige Mikrofone angehört und das hier klang sehr, sehr toll. Da dachte ich mir, okay, wenn ich's bekomme, probiere ich es mal auch gleich aus. Und wir haben schon mal die nächste Galaxie freigeschaltet, also ich sollte jetzt mal auch zum Spiel kommen. So bin ich halt der Meinung, dass, also ihr könnt es meinetwegen holen, das ist eure Entscheidung, dieses 50 Euro Mikrofon. Das heißt übrigens Liam, also L-I-A-M und Dan, also D-A-A-N. Falls jemand das fragen möchte, ich schick's meinetwegen per Videobeschreibung, also den Amazon-Link. Und sonst müsst ihr halt selber suchen oder ich habe es irgendwie mal gesagt oder eine Verpackung dahinter gehabt. Ich glaube schon mal. Was weiß ich. So, gehen wir zur nächsten Galaxie. Bärenpanik im Buhlhaus. Ja, moin. Ach ja. Das ist das. Okay. Ich bin auf jeden Fall mit diesem Mikrofon sehr zufrieden. Ja, bin ich halt echt so der Meinung. Auch natürlich wisst ihr, dass auch die letzten Parts, also von 1 bis 8 von Galaxy 2 voraufgenommen wurden. Weil ich einfach nicht darauf abwarten konnte. Also falls ihr auch da nichts verpasst habt. Ich konnte ja wirklich nicht darauf abwarten, die aufzunehmen. Deswegen habe ich auch so früh es gemacht. Mario, geh endlich runter. So, bei Sternteile bräuchten wir auch noch ein paar. Für später halt. Und da bin ich halt... also habe ich mir gedacht, okay, ich nehme auch gleich... Also ich glaube, da ist auch das Mikrofon angekommen, das alte. Habe ich mir auch direkt aufgenommen und ja, habe es mir auch angehört. Ein paar Parts gingen leider schlecht mit dem Mikrofon aus. Da hat es irgendwie dann nicht funktioniert. Und bei denen läuft es einfach jetzt viel, viel besser. Letztens ist aber auch dieses Mikro runtergefallen und ich hatte Angst, dass es kaputt ist. Habe ich jetzt nochmal ausprobiert und ist alles gut gelaufen. Aber ich meine jetzt nicht so während den Stream oder so oder ein Video, sondern ist einfach offline. Der ist einfach irgendwie runtergefallen, no joke. Da war weder eine Katze drauf, noch was weiß ich was. Also mit Katze meine ich meine, weil die klettern doch immer so ja, auf Schränke, was weiß ich. Das ist halt wirklich so. Wenn man nur so... Mario, hast du auch mal gedacht, dich festzuhalten? Okay, das war jetzt falsch. Festzuhalten... Ach, egal. Also, ihr wisst ja, was ich verstehe mit, was ich meine mit Katzen. Dass die halt, ja, mit Schrank meine ich ja meinen Schrank, der ja jetzt von meiner Sicht links ist. Hm? Und dann heißt es von eurer Sicht rechts. Also von der Sicht des Videos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ging zu schnell, das geht zu schnell, das geht zu schnell. So geht's einfacher. Lol, lol. Okay, abwarten. Kometenmünze, okay, dann warte ich noch. Oh, wäre fast runtergefallen. Also ich glaube, Galaxy
2 wird ein chilliges Projekt. Das glaube ich echt zumindest. Aber es kann sich ja noch einiges ändern. Oh lol, da kann ich ja nicht durch. Ich brauche den Schlüssel. So, jetzt. Galaxy 1 würde ich eigentlich auch mal erplayen, no joke. Aber für die Switch halt. Und also so wie ich es halt beim Stream gemacht habe, nur nicht als Speedrun. Sondern halt, ja, ich versuche die meisten Sterne einzusammeln. Vielleicht sogar 100%. Mal sehen, wie es dann auch... Ach, scheiß drauf! Yoshi rettet sich natürlich, aber nimmt Mario nicht mit. Oder Mario nimmt nicht Yoshi in den Tod, keine Ahnung. Scheiße, dass wir bisher nur 2 Level gemacht haben. Stimmt. Wir haben bisher echt nur 2 Level gemacht. Dabei wollte ich die Galaxy Parts kurz halten. Ja gut. Das ist halt ein bisschen anders, aber... Ach, scheiß auf den One-Up. Egal. Nein, nicht nochmal. Oh. Alter. Nein, der geht gleich aus. Der geht gleich aus. Mein Handy geht gleich aus. Spaß. Boah, da bist du. Okay, nicht solche Ausdrücke, AT. Das reicht langsam. Nein, nein. Da oben ist er ja. Ich schwöre, hätte ich da verkackt, dann... Ich lasse einfach so Yoshi in Ruhe. Na gut, dann ist er aus der Last von Mario befreit. Hm? Versteht ihr? Hm? Okay. Na gut, also die Galaxy Pass würde ich auf jeden Fall kurz halten. Kaum schneiden, dies, das. Das mit Part 5 war jetzt eine Ausnahme. Okay, ich habe schon gedacht, mein erster Komet... LOL! Aber weiß nicht, ob es wortwörtlich mein erster Schabernack-Komet ist. Das weiß ich gerade selber nicht. Ey, dann bin ich ein Genie. No joke, dann bin ich echt ein Genie. Es ist wahrscheinlich wirklich mein erster. Ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern. Das ist lange her, dass ich Galaxy aufgenommen habe. Es ist wahr. Ich bin so ein Genie. Einfach so, ja, ich dachte, mein erster Schabernack-Komet. Und das ist ein Gedanken. Natürlich kommt mein erster Schabernack-Komet. Ich bin doch ein Genie. Und dann kommt der erste Schabernack-Komet. Den werden wir natürlich jetzt machen. Kometenalarm. So habe ich früher mal gemacht als Kind. Düster Schatten der Schwebegärten. Oh, warte mal, was? Das muss schon... Was bedeutet, ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern. No joke. Wollen wir mal sehen. Erstmal ein paar Sterne haben. Okay, 1. Was war das? Oh. Das ist mit düster Schatten gemeint. Ernsthaft, Nintendo? Na gut, sonst wäre es langweilig. Alter. Oh, hier ist zum Glück noch eine Münze. Alter, wie viele? Alter, na, ich will die Sternteile. Natürlich, ich will die alle runter. Ein Schmeier. So. Falls ihr irgendwelche Themen zum Sprechen haben, habt, schreibt es in die Kommentare. Das kann zu Talk with ITNL als auch zu meinem LP-Part gehören. Ich habe jetzt einfach gedacht, bei diesem einen Kommentar von Repo, natürlich nicht, bin ich ihm nicht böse, aber trotzdem verstehe ich das halt nicht wirklich, wenn man da einen Unterschied halt bemerkt. Also ich fand natürlich, dass... Oh, oh, das ist jetzt zu riskant. Oh! Okay, geht noch weiter. Das ist jetzt echt riskant, Leute. So riskant. Okay. Erstmal ein paar Sternteile. Okay, ich hab's wenigstens geschafft. Vergiss es! Ich hab's doch nicht geschafft! Jetzt hab ich's geschafft. Nee, ich hab's noch nicht geschafft. Ich muss den Stern einsammeln. Upsi! Spaß. Dachtet ihr ernsthaft, ich würde so gleich... Oh oh, Mario geht am Ende. Spaß. Es reicht jetzt langsam.
Gut, ich hab's geschafft. Ein gutes Zeichen. Vor allem, also als ich zum ersten Mal das Lime and Dine Mikrofon bekommen habe, dann habe ich mir schon gedacht, okay, geil, ich bekomme mal so ein tolles Mikrofon. Vor allem, es war nicht so groß, ne? So, ne, ja. LOL. Nächster Schabernack. Na gut. Okay. Also, da habe ich mir gedacht, okay, mal ein großes Mikrofon, ne? Also, nicht das... Ihr wisst schon, was ich hoffentlich meine. Und, dachte ich mir, okay, meine Videos werden einfach von Qualität jetzt auch schon mal einen Tick besser, ne? Die verändern sich schon. Kometenalarm! Schon mal das. Oh, nein. Ich glaube, ich weiß es. Nein. Nein! Es ist wirklich das. Es ist wirklich das. Als Kind habe ich es verkackt, aber als ich letztens Mario Galaxy wieder gespielt habe, also vor dem LP, da habe ich dann die First Try geschafft. Ne? Und das war schon cool. Ich war natürlich als Kind nicht der beste Gamer, sage ich mal so. Nicht der beste Nintendo-Spieler, was weiß ich. Alter, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay, gehen wir erstmal so. So, noch ein Stern. Okay. Bam. Bam, bam. Bam, bam. Okay, dann hätte ich... Bam. Bam, 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 bam. Noch ein Stern, bitte. Dankeschön. Und nochmal. Bam. 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 Nein. Das war ja schwer, jetzt noch die letzten zwei zu erwischen. Komisch. Spaß. Zum Glück geht hier der... Was? Was? Was ist da gerade passiert? Es war nicht der Nunchuk. So wahr es auch ist. Es war nicht der Nunchuk. Das war Last Gaming. Er hat betrogen. Spaß. Das war ich leider. Ich weiß nicht, was das soll. Und ich sagte auch noch, Galaxy wird ein chilliges Projekt. Mhm. Hat man gesehen. Noch die zwei. Das war, als ob ich da einen vergessen habe. Was? Dieser kleine Lümmel, der sich versteckt hat. Okay, erstmal noch den Rest. Und da hinten ist einer. Alter, Stöpfe. So, ich brauche noch einen Stern. Alter, ich habe nur noch 15 Sekunden und es fehlen noch 9. Nicht gut, nicht gut. Alter, nein! Geh doch auf! Nee. Ist das nicht witzig? Ist das nicht witzig? Diesmal vergesse ich hier einen nicht. So. Da ist er ja. Getötet. Ich komme irgendwie von der Zeit nicht klar. Scheißegal, ob die scheiß Studenthalle. Alter. Kann denn mal aufhören, hier wegzurennen? Die sollen doch zu mir rennen und nicht wegrennen. Also jetzt läuft schon besser. Jetzt läuft es viel besser. Und wehe, ich sterbe noch einmal so dumm. Nee. Verdammt.
Vier sind es. Wenn ich jetzt es ernsthaft nicht schaffe, einfach lächerlich. Einfach echt lächerlich. Nein! Renn doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey! Und es ist gerade Gewitter draußen. Es ist gerade Gewitter draußen. Eigentlich, weil ich doch es jetzt geschafft habe, sollte doch jetzt schönes Wetter werden. Dann brauche ich auch nicht hier das Licht anmachen. Na gut, ist auch jetzt egal. Den machen wir beim nächsten Part. Also da würde ich schon mal sagen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, tut mir leid wegen der Beleuchtung. Schlechtes Wetter, darum jetzt auch Gewitter. Typisch natürlich Like, Abo, Glocke und Feedback. Also natürlich ist Abo keine Pflicht, als auch ein Like. Aber ich würde mich eigentlich schon natürlich für ein Like freuen, klar. Natürlich sehen wir uns beim nächsten Video. Nur zur Info. Für die, die es nicht wissen, ich habe ja nicht nur YouTube. In der Videobeschreibung sind noch andere Social Media Links. Das bedeutet Instagram, Twitter, Discord Server, Twitch. Und ich glaube, das war's. Soweit ich weiß, auf jeden Fall. Nur zur Info. Ist auch natürlich keine Pflicht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.